Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Excel einfache Formeln verwendet. Ich habe hier ein ganz einfaches Beispiel. Hier sollen die Zahlen 10 und 5 zusammengerechnet werden, und zwar mit Hilfe einer Formel. Wie schreiben wir eine Formel? Wir klicken zunächst in die Zelle, wo die Formel hinkommen soll. Und schreiben, das ist Gleichzeichen. Jede Formel beginnt mit einem ist Gleichzeichen. Danach klicken wir auf die Zahl 10, auf diese Zelle. Dann schreiben wir das Pluszeichen mit der Tastatur und klicken anschließend auf die zweite Zahl, auf die 5. Nun drücken wir noch die Enter-Taste. Fertig. Wir sehen, dass hier Excel 10 und 5 zu 15 zusammengerechnet hat. Wenn wir hier zum Beispiel die Zahl ändern, wenn wir hier statt 10 15 hinschreiben, dann auf Enter ändert sich auch die Summe auf 20. Wenn wir hier statt 5 10 eingeben und Enter drücken, ändert sich die Summe auf 25. Wenn wir hierher klicken, können wir in der Bearbeitungsleiste hier oben auch sehen, wie die Formel genau aussieht. B5 plus D5. In diesem Tabellenblatt haben wir eine Aufstellung von den Einnahmen und den Ausgaben eines Schulfestes. Und wir möchten den Gewinn berechnen. Den erhalten wir, wenn wir Einnahmen minus Ausgaben rechnen. Die Formel erstellen wir, indem wir hierher klicken, schreiben ist gleich, klicken auf 4500, schreiben minus und klicken auf 4100 und Enter. Das Ergebnis ist 400. Wenn wir jedoch beispielsweise die Ausgaben ändern müssen, es waren zum Beispiel doch statt 4.100 4.200 Euro und drücken Enter, wird der Gewinn automatisch neu berechnet. In diesem Tabellenblatt sind einige Einkäufe aus dem Supermarkt aufgelistet. Hier darunter bilden wir anschließend die Summe. Und im Anschluss berechnen wir das Restgeld, wenn hier 20 Euro gegeben wurden. Zunächst aber möchte ich all diese Werte in Euro umwandeln. Ich klicke auf die Spalte T und auf das Zeichen Euro. Nun bilden wir von diesen Werten die Summe. Ich klicke hierher auf das Summenzeichen und Enter. So, nun berechne ich das Restgeld. Ich klicke dorthin, wo das Restgeld berechnet werden soll. Schreibe ist gleich. Dann klicke ich auf 20. Dann schreibe ich minus und klicke auf die Summe und Enter. Das Restgeld wurde berechnet. Ich möchte hier in diesem Tabellenblatt verschiedene Einnahmen und verschiedene Ausgaben berechnen. Ich bilde hier jeweils die Summe. Darunter möchte ich im Anschluss das Ergebnis berechnen, Einnahmen minus Ausgaben. Ich klicke zunächst auf die Zelle, wo ich die Einnahmen summiere, auf das Summenzeichen, Enter, dann auf das Feld mit den Ausgaben, Summenzeichen und Enter. Um das Ergebnis zu berechnen, klicke ich hier hin, schreibe ist gleich, klicke auf die Summe der Einnahmen, minus und dann klicke ich auf die Summe der Ausgaben und dann drücke ich auf Enter. Wir sehen, dass das Ergebnis positiv ist, und da werden jetzt noch diese Spalte in Euro
umformatieren, klicken auf die Spalte B und auf das Eurozeichen. Wir haben hier in diesem Tabellenblatt aufgelistet, wie viele Sneakers ein Geschäft verkauft hat. Wir haben hier links den Stückpreis und rechts die Menge, die verkauft wurde. Wir berechnen also den Preis mit Stück mal Menge. Wir klicken also hierher, schreiben ist gleich, klicken dann auf den Stückpreis, schreiben mal mit dem Sternchen, also wenn wir plus groß schreiben, und Menge und Enter. In der nächsten Zeile dasselbe, ist gleich Stück mal Menge und Enter. In der nächsten Zeile machen wir das Ganze noch einmal. Wir schreiben hier in diese Zelle das ist Gleichzeichen, klicken auf Stück mal Menge, Enter. Und in der Zeile 7 ebenfalls ist gleich Stück mal Menge und Enter. Darunter bilden wir noch die Summe, klicken auf das Summenzeichen und Enter. Hier sehen wir, dass wenn wir die Menge verändern, natürlich den Preis mit verändern und auch die Summe. Wenn wir hier zum Beispiel den Preis verändern, statt 119, ändern wir den Preis auf 115,90, dann ändert sich der berechnete Preis und natürlich auch die Summe. Bei dieser Rechnung können wir uns ansehen, wie wir mit Autoausfüllen das Ganze beschleunigen können. Wir löschen hier die letzten Berechnungen weg und lassen nur eine Rechnung übrig, fahren in die rechte Ecke, damit das zu einem Plus wird, und mit gedrückter Maustaste ziehen wir die Rechnung sozusagen hinunter. Hier in diesem Tabellenblatt geht es um die Bevölkerungsdichte der 10 am dichtest besiedelten Länder der Welt. Diese Länder sind hier links aufgelistet, daneben die Bevölkerung und daneben die Fläche. Die Bevölkerungsdichte berechnet man, indem man die Bevölkerung durch die Fläche dividiert. Ich klicke also hier hin, schreibe ist gleich, klicke auf die Bevölkerung und schreibe das Dividierzeichen, und zwar ist das in Excel der Schrägstrich. Und danach klicke ich auf die Fläche und Enter. Ich sehe hier, dass hier 20.000 Personen pro Quadratkilometer leben. Das Ganze ziehe ich hier gleich mit Autoausfüllen hinunter, weil die Liste sehr lang ist, und ich habe die Tabelle fertig berechnet.